Wir schalten LTV mit dem brandneuen HTC One X, One S und One V hier im Hands-on-Video. Wir haben alle drei jetzt funktionierend da. Ab dem 2. April kann man die kaufen für 299 Euro, 499 Euro, 599 Euro. Also keine billigen Geräte. Aber wenn ihr das X anschaut mit seinem Quad-Core-Prozessor, seht ihr, das ist wirklich äußerst dünn. Hat ein 4,7 Zoll Display und eine 8-Megapixel-Kamera, die auch noch wirklich sehr schöne Bilder macht. Wir haben einen Blitz eingebaut. Eine SIM-Karte natürlich hier oben, ist allerdings dann Micro-SIM, die man hier rausschieben kann. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Docking-Station-Konnektoren, Micro-USB, wie ihr hier sehen könnt, Lautstärkeregler, an der Front auch eine Kamera und eigentlich nur noch oben einen An- und Ausschalter und einen Kopfhöreranschluss. Bei den anderen Geräten schaut es ganz ähnlich aus. Ich habe überall die maximale Bildschirmhelligkeit jetzt eingestellt. Das One S ist genauso dünn eigentlich, hat aber hinten so eine leicht rötliche Kamera, weil das Beats-Audio hat. Also ist da das Ganze ein bisschen abgesetzt, aber wir können ansonsten sehen, wir haben hier auch An- und Ausschalter und Micro-USB und das übliche Spektakel. Und das V ist natürlich das günstigste, deswegen ein bisschen dicker, aber liegt eigentlich auch sehr gut in der Hand, wenn ihr mich fragt. Und das Display ist auch, wenn ihr direkt vergleicht, gar nicht mal so schlecht. Also in der maximalen Bildschirmhelligkeit sind die eigentlich alle sehr schön, wobei ich sagen würde, das S hat die schönsten Farben, wenn wir jetzt hier überall sogar das gleiche Hintergrundbild haben, wenn ihr das im direkten Vergleich hier sehen könnt. Ansonsten, ihr seht, von der Seite kann man alle eigentlich wunderbar betrachten. Die Farben verändern sich fast gar nicht. Da brauche ich euch gar nicht allzu viel zeigen. In der Größe seht ihr schon die Unterschiede. Das X ist ein bisschen höher, was das Display angeht, aber ansonsten nicht sehr viel breiter. Von daher, es liegt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht in der Hand. Ich habe jetzt kein Galaxy Note hier, aber ansonsten könnt ihr erkennen, eigentlich gar nicht mal so schlecht das Telefon, was die Größe angeht, obwohl es 4,7 Zoll ist, würde man erwarten. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber an sich dadurch, dass es so dünn ist, leicht ist, aber trotzdem qualitativ hochwertig. Und das demonstriere ich euch am besten mit der Kamera, die angeblich sogar 100 Bilder in 2 Sekunden schießen kann, wenn man auf dem Shutter-Knopf drauf bleibt. Aber ansonsten könnt ihr sehen, die Kamera ist wirklich gestochen scharf. Da braucht man sich nicht beschweren. Auch wenn man Makro-Modus geht. Also ich kann jetzt hier an das andere Handy rangehen. Okay, das leuchtet jetzt ein bisschen, aber wenn ich nur an das HTC-Logo rangehe, könnt ihr sehen, das ist wirklich super scharf. Wenn wir das Ganze hier bei dem One S anschauen, weil das ist ja einer der größeren Unterschiede, die Kamera, werdet ihr sehen. Also es ist eigentlich ähnlich gut. Müsste auch 8 Megapixel Kamera haben. Die Farben sind natürlich dadurch, dass das Display anders ist, noch ein bisschen schöner, wenn ihr mich fragt. Aber wenn ich dann hier im Makro-Modus rangehe, kommt ein doch etwas dunkleres Ergebnis raus. Dadurch, dass die Kamera halt einen anderen F-Wert hat. Bei dem V brauche ich das, glaube ich, gar nicht unbedingt machen. Den Test mache ich jetzt aber mal, damit wir hier im direkten Vergleich natürlich alles hier abhandeln. Wenn das Video jetzt schon länger ist, dann könnt ihr sehen, okay, die Kamera ist akzeptabel, aber dadurch, dass halt eine kleinere Megapixelanzahl da ist, merkt man schon, dass wenn man jetzt hier irgendwo näher rangeht, sagen wir mal hier wieder bei einer Nahaufnahme von einem anderen Handy, seht ihr, erstens, sie fokussiert langsamer, zweitens, ja, es sind doch, vor allem wenn ihr hier oben seht, wo es dunkler ist, ist es ein bisschen auf jeden Fall viel pixeliger. Das ist natürlich nicht so schön. Ansonsten, wir haben hier noch die älteren Modelle da, damit wir einen noch besseren direkten Vergleich haben. Wenn ihr die Farben anschaut, hier haben wir zwar ein anderes Hintergrundbild, aber vor allem, wenn wir das XL und das neue X anschauen, dann erkennt ihr, in der Größe gibt es fast gar keinen Unterschied. Sind ja beide 4,7 Zoll, was das Display angeht. Aber ich lege es jetzt mal beide nebeneinander und dann seht ihr, die Dicke ist doch schon erheblich anders. Bei dem neuen X ist es ein bisschen gerundeter, abgerundeter. Liegt besser in der Hand, so wie das Nexus von Samsung. Und dadurch ist es natürlich besser, beziehungsweise ist es auch dünner. Aber ja, da brauchen wir auch gar nicht allzu viel vergleichen, denke ich. Das X ist einfach ein Spitzenprodukt, 600 Euro. Weiß ich nicht, ob es euch wert sein wird, aber eigentlich macht ihr damit nichts falsch, wenn ihr auch so ein älteres Produkt von HTC holt. Das hat allerdings richtig schönen, tollen Funktionen. Wir haben hier angeblich schon Android 4 installiert, bin ich mir jetzt allerdings nicht sicher. Ich gehe jetzt mal hier in dem ungarischen Menü rein und schaue mir das Ganze genauer an. Aber genau, da muss ich auf Software Information gehen und dann sehen wir hier auch schon HTC Sense ist 4.0 drauf und Android 4.0.3, 4.0.4 ist eigentlich aber auch schon erschienen. Ansonsten, wie ihr merkt, alles wie immer super schnell und ich gehe jetzt hier mal einfach in die Tastatur rein und zeige euch, wie wirklich schnell dieser Quad-Core-Prozessor ist, den man wirklich eigentlich spüren kann. Natürlich muss ich das Ganze richtig drehen. Mein Name ist Bayerisch Karl für NDLTV. Das waren die drei neuen HTC One-Serienmodelle hier im direkten Vergleich. Danke, dass ihr zugeschaut habt hier auf der Mobile World, Smart Mobile 2012, nicht der Mobile World Congress. Und ja, bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugeschaut habt. Alle drei Geräte für 300, 400, 300, 500 und 600 Euro ab dem 2. April erhältlich.